Das sind einige unserer Themen heute. Pirmasenser-Busse werden zu Notinseln. Elternbegleiter unterstützen Familien. Radreparatursäule in Hauenstein und vieles mehr. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kompakt. Seit 2002 gibt es bereits bundesweit das Kinderschutzprojekt Notinsel zum Schutz von Kindern und der Gestaltung der sicheren Wege zur Schule oder nach Hause. In Pirmasens startete die Initiative 2009 aktiv und wurde nun noch einmal neu aufgelegt. Mit dabei sind nun auch die Busse der Stadtwerke. Bürgermeister Michael Maas, Stadtwerke-Chef Christoph Dörr und Stadtmarketing-Leiter Rolf Schlicher informierten gemeinsam über die neuen Notinselaufkleber, die nun auch an den ersten Stadtbussen angebracht werden konnten. Mit diesem Aufkleber an der Eingangstür setzen Geschäfte ein Zeichen für mehr Kinderfreundlichkeit und dafür, dass sich die Jüngsten und ihre Eltern auf die Hilfe der Notinselpartner verlassen können. Also einmal müssen es die Eltern wissen, dass die Eltern auch ihren Kindern vermitteln, es gibt eine Möglichkeit, wenn ihr in irgendeiner Form ein Problem habt, ob ihr Angst habt, weil ihr vielleicht euch von anderen bedroht fühlt oder ob ihr einfach euch nicht mehr zurechtfindet, weil ihr euch verlaufen habt. Auch solche Dinge passieren, dass die Kinder wissen, okay, überall wo das Logo, das Zeichen ist, können sie ins Geschäft gehen und die Mitarbeiter in den Bereichen sind dann auch informiert und wissen, wie sie reagieren, nämlich entweder direkt die Polizei verständigen oder eben, wenn das Kind in irgendeiner Form eine Telefonnummer mit sich führt, dass man dann versucht, die Eltern zu kontaktieren. Aber das sind dann eigentlich einfache Wege, um das Kind möglichst schnell wieder in die Obhut der Eltern zu bringen. Mit an Bord sind neben den Stadtbussen Geschäfte, Apotheken, Bankfilialen und andere Läden, die ebenerdig liegen, leicht zugänglich sind und regelmäßige Öffnungszeiten sowie Mitarbeitende haben, die im Notfall wissen, was zu tun ist. Sie sind damit Teil des größten Kinderschutzprojekts im öffentlichen Raum in Deutschland. Also die Aktion läuft ja schon bei uns in Pirmasens seit 2009, glaube ich. Und solche Dinge muss man natürlich immer wieder in Erinnerung rufen, auch erneuern. Allein weil sich auch die Aufkleber, haben wir jetzt gerade gesagt, die werden alt, die verschleißen. Dann muss man allein aus den Gründen schon mal nachsteuern. Aber Inhalt ist natürlich so, dass wir gemerkt haben, dass doch ein hohes Defizit vorhanden ist am Wissen über die Aktion, vor allem auch bei denen, die es eigentlich betrifft, nämlich die jüngeren Schüler und Schülerinnen. An die richtet sich das natürlich in erster Linie. Und deswegen haben wir da nochmal im letzten Jahr richtig nachgelegt, haben nochmal eine große Informationskampagne gestartet in den Unternehmen, haben dadurch natürlich auch nochmal eine ganze Reihe neue Mitmacher gewonnen. Inzwischen sind es weit über 100 oder über 100 und werden jetzt durch die Stadtwerke natürlich nochmal eine ganz neue Bekanntheit bekommen bei unseren Schülerinnen und Schülern. Mit den Bussen kommt ein neuer Aspekt hinzu. Geraten Kinder etwa in der Nähe einer Haltestelle in Not, kann jeder Bus der Pirmasenser Verkehrsbetriebe an jeder Haltestelle im Stadtgebiet helfen. Dass diese Hilfe auch außerhalb von sonst üblichen Geschäftsöffnungszeiten von den Bussen angeboten wird, sorgt für noch mehr Sicherheit. Seit Oktober 2022 gibt es in Pirmasens das Projekt Elternchancen, um Eltern zu unterstützen und Familien in besonderen Lebenslagen zu stärken. Anfang Februar wurde das Projekt im Rahmen einer Pressekonferenz im Rathaus der Siebenhügelstadt vorgestellt. Alle Informationen verraten wir Ihnen jetzt. Gemeinsam mit dem Amt für Jugend und Soziales der Stadt Pirmasens und der katholischen Familienbildungsstätte und Haus der Familie bietet die integrative Kindertagesstätte St. Elisabeth der Heinrich-Kimmle-Stiftung das Projekt Elternchancen für Familien mit Kindern bis zu 6 Jahren an. 2 qualifizierte Elternbegleiter unterstützen im Rahmen des Projekts Familien in Alltagsfragen und bieten ihnen Hilfe zur Partizipation am gesellschaftlichen Leben. Ziel ist es, die Eltern in ihrer Vorbildfunktion zu stärken und die Entwicklungs- und Bildungschancen der Kinder zu verbessern.
Das Besondere am Angebot ist, dass wir zu den Familien hingehen. Es ist aufsuchend, ein niedrigschwelliges Angebot. Das heißt, es finden nicht irgendwo Angebote statt und die Familien müssen kommen, sondern wir gehen gezielt dorthin, wo der Unterstützungsbedarf nötig ist und bieten in einer angenehmen Atmosphäre vorzugsweise verschiedene Angebote an, Elterncafé oder stellen uns vor Schulen beispielsweise und versuchen Kontakte zu knüpfen, begleiten auch Eltern in unterschiedlichen Settings. Das Projekt wird bis zum 31. Mai 2025 durch das Programm Europäische Sozialfonds Plus und das Bundesfamilienministerium gefördert und zusätzlich durch die Stadt Pirmasens mitfinanziert. Über das Angebot des Projekts Elternchancen kann man sich auf der Webseite der Heinrich-Kimmle-Stiftung oder auf www.elternchancen.de/pirmasens informieren. In der Straße Am Häusel auf dem Pirmasenser Sommerwald hat es zuletzt großen Unmut gegeben. Dort wurden Waldflächen des Landes an die Besitzer der angrenzenden Gartengrundstücke vermietet, teilweise schon seit Jahrzehnten. Diese Verträge wurden nun zum Jahresende komplett gekündigt, da sie auch angesichts der vorgefundenen Zustände der Waldstücke nicht mehr den anfallenden Aufwand des Revierleiters abgedeckt hatten. Im Rathaus gab es Details. Der Pirmasenser Bürgermeister Michael Maas informierte sich bei Florian Kempkes, dem Forstamtsleiter Westrich, über die Vorgänge auf den Pachtgrundstücken hinter den Anwesen Am Häusel. Die Verträge, die vorsahen, dass Wald dort angrenzend an die Grundstücke gepachtet werden konnte, ermöglichten lediglich, dass man etwa Bänke, Kompost oder Brennholz abstellen durfte. Umso größer war die Überraschung darüber, was man tatsächlich auf den Waldstücken vorfand. Wir beobachten aber, dass die tatsächlichen Nutzungen in einem erheblichen Rahmen oder in erheblichem Umfang davon abweichen. Es kann beispielsweise hier der Bau von festen Hütten mit Betonfundamenten, Versiegelungen, Schotterungen, teilweise Asbesteinfriedungen, Bauschuttmaterial, was abgelagert worden ist, Tierhaltungen. Also das haben wir dort alles vorgefunden und das ist nicht in den Verträgen abgedeckt, die Nutzung. Diese Bauten, vertragsfremde Nutzungsformen und vorgefundene Konditionen der Waldstücke machten es dem Revierleiter unmöglich, der Verkehrssicherheitspflicht nachzukommen, also sicherzustellen, dass keine Gefahr von herabfallenden Teilen ausgeht oder andere Auffälligkeiten an Bäumen zu beseitigen. Teilweise war der Zugang durch Zäune mit Betonpfosten sogar versperrt. Grund genug für das Forstamt, alle Pachtverträge Ende 2022 zu kündigen und nun neue anzubieten, wenn auch mit 10-fach höheren Pachtkosten pro Quadratmeter. Die Optionen sind ganz einfach, im Prinzip entweder einen neuen Vertrag abzuschließen. Die neuen Verträge wurden jetzt Anfang Januar verschickt mit den angesprochenen geänderten Konditionen. Aber natürlich steht jedem auch frei zu sagen, nee, ich brauche das Grundstück vielleicht doch nicht so oder habe keinen Nutzen mehr oder es ist mir jetzt zu aufwendig, ich will keinen neuen Vertrag abschließen. Das wäre die zweite Option. Daraus würde dann resultieren, dass innerhalb von 6 Monaten, also einem halben Jahr, die Mietfläche wieder in den Ursprungszustand zurückgebaut werden muss. Das heißt, Zäune abgebaut, Gebäude, so dass wieder nur der Wald dort ist, Unrat beseitigt. Und das wäre dann das Resultat, wenn jemand sich dafür entscheidet, den neuen Vertrag nicht abzuschließen. Selbst auf den vertraglich neuerlich gepachteten Gebieten habe man sich künftig natürlich an die Vorgaben zu halten. Gebäude und Schuppen seien schon von Seiten der Stadt gar nicht in den Waldstücken erlaubt. Bisher haben von rund 60 Betroffenen 10 den neuen Vertrag abgelehnt, etwa weitere 10 zugesagt, der Rest muss sich noch entscheiden. An der Touristeninformation Pfälzerwald Urlaubsregion Hauenstein können Fahrräder, Kinderwägen und auch Rollstühle neuerdings an einer neuen Radreparatursäule repariert werden. Wir waren Ende Januar bei der Einweihung und Präsentation der Säule dabei. In der Urlaubsregion Hauenstein nimmt der Tourismus im Bereich Mountainbike immer weiter zu. Um den Bedürfnissen der Radfahrer gerecht zu werden, hat die Touristinformation in Hauenstein nun eine neue Radreparatursäule aufgestellt. Die 1.800 Euro teure Säule ist eine von 16 Radreparatursäulen, die vom Mountainbike Park Pfälzerwald gesponsert
und durch LIDER Pfälzerwald Plus gefördert werden. Wir haben seit 2019 hier an unserem Gebäude der Touristinformation entsprechend auch Ladestationen mit Aufbewahrung, Gepäckaufbewahrung. Das heißt, wir denken auch an den Biker, der vielleicht mal auf der Schuhmeile ein bisschen einkaufen will und ganz gepäcklos sein will. Und da ist jetzt ein Nonplusultra, da sind wir ganz froh über die Initiative des Mountainbike-Parks, dann Pfälzerwald, dass wir jetzt eine Radreparatursäule haben. Und die wird richtig gut schon angenommen, weil es kann jeder dort auch Luft bekommen. Luft, das Fahrrad, der Kinderwagen dann entsprechend. Das heißt, wir haben also da schon für die Zukunft gesorgt. An der Säule finden Radfahrer alle Werkzeuge, um kleine Reparaturen durchzuführen. Mit einem QR-Code an der Reparatursäule können Besucherinnen und Besucher weitere Anleitungen zu allen Werkzeugen erhalten. Über den Standort einer zweiten Radreparatursäule in der Verbandsgemeinde Hauenstein wird Anfang Februar entschieden. Das war's mit Kompakt für diese Woche. Wenn Sie mögen, sehen wir uns das nächste Mal zu einer neuen Ausgabe wieder. Bis dahin machen Sie's gut und tschüss.